Anomaly analyzed. Hallo, liebe Freunde, beinahe ein Meilenstein abgeschlossen, okay. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespiels und willkommen zurück zu Surviving Mars im Space Race DLC. Russland hat irgendeinen Milestone vermutlich bald. Okay. Kann man selber einsehen? Konsolzentrum. Wie war das mit diesem Missionsprofil? Sind das hier Milestones? Auf dem Mars geborene Wissenschaftler. Okay. Zwei Hawking-Institute. Das ist ganz schön viel. Das sind aber eher, glaube ich, die Overall-Missionsziele. Das sind nicht die Milestones. Kann man die irgendwo sehen? Nee. Bei Forschung eventuell? Also ich meine, ich habe hier hinten schon einen Durchbruch. Das ist, glaube ich, ein Milestone. Und wir sind gerade mal bei der Hälfte vom Thron. Hab das, baue eine Kuppel. Oh, Russland hat eine Kuppel gebaut. Die Schweine. Ja, davon sind wir halt noch ein Stück weg. Wir könnten die Kuppel anfangen. Hier. Aber dafür brauchen wir da... Baustelle wird freigeräumt. Moment mal. Machen die da jetzt auch was? Tatsächlich. Sektor scanned. Ich fühle mich so ein bisschen gefühlt unter Druck gesetzt, jetzt hier auch relativ schnell zu agieren. So, wir brauchen hier 20 Eisen und 50 Beton und vor allem 20 Polymere. Gut, die bauen jetzt Eisen auch direkt ab. Dafür brauche ich gar nicht den Transportrover. Problem ist natürlich die große Herausforderung, das Wasser von hier oben hier runter zu kriegen. Ne? Da müssen wir ewige Rohre bauen. Müssen wir jetzt mal gucken, was das kostet. Rohre kosten ein Eisen pro 5 Felder. Und das ist schon ein bisschen was. Das ist nicht allzu wenig. Dann können wir aber auch den Sauerstofftank hier oben hinbauen. So. Wenn wir eh ein Rohr verlegen, haha, können wir auch alles da oben bauen. Sector scanned. Anomaly found. Okay, lad das mal aus. Wo ist die Anomalie, die wir gefunden haben? Ah, hier. So. Und wenn er das Eisen hier ausgeladen hat, dann geh mal hier hin und lad mal den Beton bitte ein. Bei dem brauchen wir da unten auch. Und wir haben ja angeblich 105 Beton. So, wir sind bei der Forschung bei 76%. Okay, das ist gut. Haben sie jetzt Eisen daneben gelegt? Warum? Weil es voll ist oder was? So, wir holen nochmal Beton. Haben wir jetzt die Farm eigentlich schon gefunden? Nee, die kommt als nächstes erst. Also eigentlich sind wir noch nicht in der Position, wirklich hier Leute auf den Planeten zu holen. Anomaly analyzed. Okay.
Okay, neue Technologie können erforscht werden. There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. Die verfolgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Automatisierte Sensoren, unterirdische Beheizung. Automatisierte Sensoren. Okay, Sensortürme brauchen keinen Strom mehr. Produktivitätsausbildung. Ingenieure und Geologen erhalten 10 Pro, jetzt plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Das ist geil. Hau mal rein hier. Sector scanned. Anomaly found. Oh, nice. Wo ist denn jetzt der... Komm mal her. So, wir brauchen immer noch Beton. Hol mal noch welchen ab von hier oben. Wir sind bei 87% bei der Forschung. Wie viel Polymere bekommen wir mit der Nachschubkapsel? Polymere. 25 für 100 Millionen. Also plus nochmal das, die Polymere selber. So, lad das mal hier aus. Und den Beton hier unten. Wir brauchen halt bloß noch Polymer, ne? Das ist klar. Ich will jetzt endlich diesen... diesen Drohnenhub haben. Vielleicht bekommen wir jetzt nochmal Forschungslämmchen dazu. Das wäre ganz nice. Und nicht nur, Breakthrough discovered. Martianischer Einfallsreichtum. Okay, was ist das? Kolonisten, die auf dem Mars geboren wurden, erhalten 10 Punkte mehr Leistung. Okay. Das bringt uns jetzt auch nicht allzu viel weiter. Ich hatte gehofft, ein paar Forschungslämmchen zu bekommen, dass wir hier, ja, na dann halt 97%. Komm, gib ein bisschen Gas. Sector scanned. Ach krass, hier gibt's Wasser. Großes Wasservorkommen. Wo ist der Transporter eigentlich gerade? Wo ist... Ach, hier. Oh ja, kann den Beton nicht aushalten. Dann legen wir einfach ab hier. Research complete. Erstmal das Eisen. So, jetzt können wir endlich den Drohnenhub bauen. Da bauen wir erstmal hier ein. Dahin. Da brauche ich Fertigbaut, elektronische Geräte. Okay. Ich würde gerne... Ach, das reicht natürlich nicht, ne? Die elektronischen Teile reichen da nicht aus. Oh, Scheiße. Lad dein Eisen mal aus. Der kann nicht mehr Drohnen halt. Er kann nicht mehr Drohnen verwalten. Doch, kann er.
Okay, dann bauen wir noch einen zweiten Thron da oben. Den können sie ja bauen. So, könnte man die ein bisschen überlappend bauen? Ja, so eigentlich sogar. So, wir brauchen Eisen noch für... Ne, hier wollte ich nicht hin. Den können sie noch bauen, weil so viele Teile haben sie noch, nämlich 9 Stück. War hier nicht noch irgendwo Eisen? Ja, hier. Weil dann können wir nicht die zwei Drohnen, die hier sind, an das in den Drohnenhub vergeben. Dann können wir die Rakete starten, können die Nachschubrakete holen. Unbeständige Wirtschaft. Unser Sponsor informiert uns darüber über wirtschaftliche Veränderungen. Der Preis einer wichtigen Ressource wird sich bald erhöhen. Wie sich herausstellt, wirkt sich ein Aktiensturz auf unsere Heimatplaneten auch auf dem Mars aus. Effekt, der Importpreis von Nahrung wird in 5 Sols um 100% erhöht. Okay, wir können nichts dagegen tun. Nahrung wird also teurer. Oh komm, jetzt bau den Scheiß doch hier mal fertig, ey. Genug Eisen ist doch eigentlich da. So, er baut das Eisen dort ab. Hier ist auch noch Eisen. Sektor scanned. 10 Eisen, okay. Wir haben insgesamt 187 Eisen. Hier, das Lager ist prall gefüllt. Wir sammeln die Kollegen mal ein. Das dauert mir nämlich ansonsten da zu lange. So, hier 1 von 16. Dann holt ihr das Eisen mal hier oben. Damit es ja mal ein bisschen vorwärts geht. Das ist voll. Okay, jetzt ist er fertig. Er braucht vermutlich noch Strom. Stromkabel hier, oder? Nee, braucht er nicht. Stimmt, das ist ja das Coole, was wir haben. So, dann komm mal her hier. Hier sind noch 2 Drohnen. Erneut zuweisen. Alle neu zuweisen. Damit ist jetzt keine Drohne mehr hier zugewiesen und wir können die Rakete zur Erde zurückschicken. Milestone achieved. Und können uns im gleichen Schritt eine neue Rakete holen. Und zwar eine Frachtrakete. Wir brauchen ein paar Drohnen auf jeden Fall. Einfach damit wir ein paar auf Lager haben. Wir brauchen Maschinenteile. Und vor allen Dingen Polymere. Und auch hiervon was. So, wenn wir die auf 40 setzen, ist die Rakete fast voll. Orbitalsonden brauchen wir nicht. Beton, Metall und Nahrung, das ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Drohnenhub können wir selber bauen. Treibstoffraffinerie haben wir eine. Ne, das ist okay so. Dann würde ich lieber noch gucken, dass wir...
hier die Rakete voll machen. Und noch eine Sonde mitnehmen. Okay, dann. Ja, von mir aus starten. So, er sammelt hier oben das Eisen weiter fleißig ein. Der Thronhub dort ist fertig. Das heißt, wir können jetzt anfangen. Hier, die Rohre zu verlegen. Oh, scheiße, ist das ein weiter Weg. Unebenes Terrain, okay. Research complete. Strom brauchen wir hier unten natürlich auch. Und natürlich auch noch eine Batterie entsprechend dazu. Erhöhte Produktion während Staubstürmen. In hohen Lagen kann nicht gedreht werden. Okay. Kann ich wirklich nicht drehen. Ich kann das nicht mal so drehen, das ist ja bescheuert. Er ist voll mit Eisen. Kannst du eigentlich mal hier runterbringen. So, sehe ich, wie weit die Rakete ist? Nee. Irgendwo konnte man das, glaube ich, sehen. War das in der Planetenübersicht? Oh, hier gibt es neue Punkte. Hier kann man Leute hinschicken. Ah, das ist ja nice. Das ist auch neu. So, die haben jetzt mittlerweile schon 12 Leute. Die haben auch schon 12 Leute. Wir hängen da noch hinterher. Hier sehen wir, wie weit die Raketen sind. Wie sieht es mit der Forschung aus? Lochi Hochhaus. Das dauert noch ein bisschen. Und hier brauchen wir halt 20 Polymere. Gut, wo ist noch Eisenvorkommen? Da oben. Ich gehe mit ihm schon mal weiter wieder hier runter, damit wir dort die Sachen schon mal bauen können. Eine Batterie wollte ich ja auch noch dahin bauen. Die Rakete ist bereit zur Landung. Das ist sehr gut. Dann lassen wir sie dir auch mal gehen. Okay. So, wo denn? Da unten. Was ist das hier? Aussicht verbessert den Komfort aller Wohnorte, die sich innerhalb einer Kuppel befinden. Was muss ich da drauf bauen? Das sind übrigens die Milestones. Ah, das kann immer noch. Ah, da kriegt man einen Bonus drauf.
Aber wie kann ich das hier nutzen? Muss ich da die Kuppel drauf bauen? Verbleibende Ressourcen im Vorkommen. Verbessert den Komfort aller Wohnorte, die sich innerhalb einer Kuppel befinden. Das ist irgendwie nicht so ganz klar. So, hier ist nochmal Eisen überall. So, die laden den Kram hier aus. Fangen an, die Kuppel zu bauen. Und du, mein Freund, bitte mal... Ach, du bist voll mit Eisen. Und was ich gesagt hatte, wir brauchen eine Batterie hier. Anomaly analyzed. Okay, hat uns jetzt sicherlich mal nicht allzu viel gebracht. So, er hat alles. Ein Lad's halt da. So, dann lade ich mal auf mit Treibstoff. Damit wir die Rakete auch wieder wegschicken können, gleich, wenn sie leer ist. Lager bauen wir mal noch. Eisen. Oder Metall. Und wir brauchen natürlich auch noch eine Kabelverbindung zum... Und wir brauchen eine Rohrverbindung. Sektor scanned. So, damit haben wir alle Grundvoraussetzungen geschaffen. Was wir jetzt anfangen müssen, also was jetzt gut wäre, wenn wir noch die entsprechende Forschung für die Häuser haben. Also nicht nur die Wohnanlage, sondern tatsächlich auch die Appartements. Das haben wir leider noch nicht. So, und die Rakete ist noch nicht ausgeladen, aber er hat hier 30 mal Treibstoff. Den kann er einfach mal hier daneben stellen. Was ich mal noch bauen möchte hier ist ein Sensorturm. So, die Auslastung der Drohnen ist hier gering. Hier ist er auch gering. Okay. Haben wir noch irgendwo Eisen gefunden gehabt? Ja, hier. Wie kann ich das nutzen? Muss ich da eventuell hier so eine Außendekoration bauen? Leuchtfeuer, Denkmal, Statue, Banner. Ja, er will mich jetzt hier zwingen, da was zu bauen, aber ich will erstmal warten, bis die Forschung durch ist. Die Maschinenteile müssen noch ausgeladen werden. Das passiert nur leider gerade nicht. Dann, beladen ist die Rakete. So, dann können wir nämlich jetzt die Drohnen auch Hallo? Ja, ich würde gerne die Drohnen. So. Beladen, ausgeladen. Zurück zur Erde mit dir.
Was wir... Nee, das Ding hat ja auch nochmal eine Ladestation. 4 Drohnen haben eine Fehlfunktion. Ja, vermutlich durch den Staub gerade. Wir haben jetzt ja gerade 12 Drohnen. Das ist ganz schön viel. So, die Forschung ist bei 86%. Wir geben mal ein bisschen Gas von der Zeit her. Beziehungsweise können wir... Wir können die Farm mittlerweile auch bauen. Die können wir schon mal bauen. Wir brauchen also eine Farm. Wir brauchen... Lager nicht. Kuppel nicht. Wir brauchen Wohnräume. Lochi-Labor. Ein außengelegenes Forschungsgebäude, das ich okay. Wahrscheinlich eine permanente Reduktion von Technologiekosten in den Feldern Physik und Biotech. Noch mehr Wasser gefunden. Kuppel Services. Die wollen natürlich was zum Essen haben. Ein Diner. Krankenstation, kleines Lebensmittelladen. Ist die Krankenstation von vorne? Ja, brauchen wir am Anfang, ne? Kunstladen. Kleiner Kunstladen, Kunstladen. Und Elektronikladen. Gut, die Krankenstation können wir dahin bauen. Was? Ach, boah, das Ding hier erschreckt mich nicht so. Lebenserhaltung. Research complete. Und dann würde ich ganz gerne... Gut, das können wir dann danach bauen. Also Metallextraktor. Und natürlich auch Edelmetallextraktor, dass wir an Geld kommen. Ja. Wir haben 2 nicht funktionierende Gebäude. Ach so, ja, logisch, weil sie... was ist hier das Problem? Beton. Wir haben keinen Beton hier unten. Meister, du bist voll mit Eisen. Komm mal hier hoch. Leg dein Eisen mal da ab. So, die Forschung ist fertig. Wir können das Haus bauen. Gut, dafür brauchen wir aber hier tatsächlich jetzt noch die Wohnquartiere. Gibt es auch. Die sind klein, okay. Und die Wohnanlage ist groß, aber hat weniger... Da wohnen 24. Ach, tatsächlich? Ne, 14 und hier 24, okay. Wir brauchen einen Betonextraktor. Sektor scanned. Und vor allen Dingen brauchen wir da jetzt Strom. Und eventuell noch ein Lager hier. So, und unser Freund hier mit seinem Eisen, der kann mal hier hochgehen und sich Beton holen. Brauchen wir eventuell noch ein Lager für... Treibstoffraffinerie. Ich überlege gerade aber noch. Wir haben einen Wasserturm, ne? Der ist voll. Wir haben auch einen Sauerstofftank, der ist auch voll. Okay. So, jetzt haben wir ja auch nochmal einen. Oh krass, wir verbrauchen hier mehr Strom, als wir produzieren. Das ist. Fällt mir natürlich nicht. Ja, Beton fehlt uns ja hier. Massiv sogar. Ja.
So, er speichert. Und wenn der den Beton eingeladen hat, würde ich auch vorschlagen, die Folge gleich zu beenden. So, schafft den restlichen Beton hier runter. Ich glaube, mehr brauchen wir da unten nicht. Jo, und dann werden wir uns beim nächsten Mal, glaube ich, dann Passagiere oder beziehungsweise Bewohner holen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Surviving Mars. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.